Hier müssten wir schon mal schweben. Aber okay. Du. Oh, oder auch nicht okay. Wir haben nämlich keine Mana mehr. Das heißt, nur eine Heilung versuchen. Nö, nicht genug Mana. Dann schlafen. Und schlafen. Und wir haben kein Essen mehr oder fast kein Essen mehr. Boah, das wird jetzt ein bisschen ziehen. Wir machen jetzt erstmal IMN. Was? Ich glaube, ich spreche den falschen Zauberspruch. Es sollte eigentlich Essen herbeizaubern sein. Aber es kann nicht sein, dass es so oft fehlt. Ja. Schlafen? Regenerieren wir noch ein bisschen Mana? Ja. Okay. Bevor ich da jetzt irgendwie weiter rumprobiere, gehe ich mal ganz kurz. GOG Games. Ultima Novel 1. PDF. Und gucken wir das nochmal an. Wobei ich mir ziemlich sicher war, dass es mit dem MN am Ende war. So, Zauberspruchliste. Create Food. IMN. Ja, es ist so. Oh, doofer Cursor. Doofer Cursor. Der Avatar hat krass Probleme, seine Hand unter Kontrolle zu bringen. Ah, besser. Sehr gut. Also IMN. Not successful. Oh. Wir sind in einem Nicht-Zauberer-Bereich, wenn es sowas gibt. Das wäre jetzt garstig. Gehen wir uns jetzt nördlich hier rum, um die Karte noch aufzudecken. Da würde ich ganz gerne diese Ebene verlassen, um ein bisschen Essen zu bekommen. Aber es macht nicht so wirklich viel Sinn, dass man in einer Akademie oder einer Zaubererschule nicht zaubern kann. Egal. Nordöstlich und ich habe vergessen, den Weg nach oben einzuzeichnen. Das sollte ich auch gleich abändern. Oh, Tom, ganz schön dunkel hier. Das war der Raum von dem einen Typen. Da geht's hoch. Sind ja doch ein ganzes Stück gegangen. Östlich, südlich. So, wenn wir jetzt südlich gehen, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht in irgendwelche Lava tappen. Da zum Beispiel. Ich höre komische Geräusche, die so ein bisschen metallisch klingen. Ha. So, Lava-Pools ausweichen. Oh, wer bist denn du? Privatgrundstück. Hallo? Hallo, Fremder. Bist du gekommen, um dich in der Magie in der Akademie einzutragen? Die Akademie? Ich wusste gar nichts von einer solchen Institution. Das überrascht mich nicht, denn die Akademie ist geschlossen und wenige erinnern sich noch an ihre glorreichen Tage. Es ist eine Schande, dass du nicht hier warst, als Kabiros noch lebte. Der Abyss war eine wohlständige Siedlung. Und die Akademie war das Zentrum. Niemand scheint mehr Interesse an den höheren Künsten zu haben. Aber ich bin interessiert. Es ist möglich, dass in der alten Bücherei der Akademie noch interessante Informationen für dich zu finden sind. Praktische Witze für angehende Magier. Aber sei vorsichtig, viele Monster sind jetzt in der Akademie. Wo ist die Bücherei? Große Halle und westlich. Die Bücherei wird auf deiner Linken sein. Dankeschön. War jetzt mal nicht so wirklich hilfreich. Na gut, wir sind eh falsch abgebogen. Hoch. Oh, oh. So, ich glaube, ich... darum. Hier lang.
schau gut aus. Ja, sehr gut. Hoch. Und zaubern. Ja. Man kann echt da unten nicht zaubern. Okay. Dafür müssen wir erst der Akademie beitreten, um zaubern zu können oder irgendwas in der Richtung. Aber ja, wir sollten hier erstmal in Ruhe essen. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. So, nochmal schlafen. So, gleich nochmal schlafen, dann müsste es eigentlich reichen. Sleep is uneasy. Warum sind wir jetzt schon wieder hungrig? Kann es sein, dass der Avatar immer mehr essen muss, je tiefer er kommt? Das finde ich ein wenig verstörend, dass der Avatar jetzt seine Zeit damit verbringt, eigentlich nur noch zu essen. Aber okay. So, schlafen. So, jetzt würden wir gerne einmal voll Mana haben, dann das Essen aufessen und dann am besten voll sein mit dem vorletzten Happen. Das ist so mein Plan. Aber das geht nicht so wirklich auf, ne? Nö, wir futtern einfach alles runter. Ja. Okay. Wechseln wir kurz den Zauberspruch. Und zwar auf Licht. Zack. Und gucken uns jetzt hier einfach weiter um. Karte. Das da war die Bücherei. Library. So. Wir gehen jetzt nirgendwo wirklich gezielt hin. Ich will jetzt einfach nur die Karte vervollständigen. Und dazu würde ich mich gerne nördlich halten. Sieht aus, als wenn wir diesen Nachtsichtzaubern hätten. Ist alles so grau und grau hier. Aber keine Geheimtüren dergleichen. Nö. Da waren wir gerade. Hier waren wir auch gerade schon. Ja, okay. Raus hier. Ein großer leerer Saal. Was, eine Trainingshalle oder so? Zum Sprüche ausprobieren. Oh. Na, ich glaube, die Karte wird hier immer ein wenig unvollständig bleiben. Weil wir halt nie an den Rand rangehen. Warnung, gefährliches Gebiet. Ja, da waren wir schon. Auch wenn ich den Lava-Wasserfall hier irgendwie gefährlicher finde als die Bücherei da hinten. Zum Schrein. Da waren wir doch auch schon. Ach so, gibt die Abkürzung. Okay. Ja, schauen wir uns die Abkürzung an. Noch mehr Lava. Noch mehr Lava und hier ist direkt der Weg zum Schrein, ja. Oh, 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 oh. Ich sehe mich hier schon runterplumpsen und dann gleich eine halbe Stunde nochmal herlaufen müssen. So, oh. Levitieren oder springen? Ich denke mal levitieren, ist ja doch ein bisschen weit. Und ich will nichts riskieren. Also, boah, Ilem. Ne, Ilem, boah. Ilem, boah. Wir können nicht zaubern. Mist. Stimmt, da war was. Und schon wieder einen halben Pot Mana verbraucht dafür. Also müssen da jetzt echt rüberspringen. Das finde ich jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Nee, 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 nee. Wir gucken, ob wir... Es gibt ja noch eine südliche Abzweigung vom Hauptkorridor. Hier. Wir so da irgendwie hinkommen. Muss ja nichts riskieren. Wir haben ja noch mehr als genug zum Erforschen. Genau, hier ist deine Magie. Privatbesitz. Nicht für den Avatar. Hallo du.
Hallo Wanderer, ich bin Morlock. Was kannst du mir über deine Leute sagen? Bronus sucht jemanden, der etwas für ihn erledigt. Bringe mir einen Gegenstand von ihm und du sollst belohnt werden. Was? Der Magier Bronus braucht etwas. Oder benötigt deine Dienste. Und wir sollen ihm ein Objekt von Bronus bringen? Das klingt jetzt irgendwie ein wenig komisch. Vielleicht treffen wir ihn ja. Bronus. Das war jetzt aber nicht der Raum, wo die Skelette drin waren, oder? Und er ist hier drin alleine mit dem anderen Typen vorne am Eingang? Ganz schön wenig, Maria. Genau, du warst der Eingangstyp. Hier ist nichts und das Ganze macht bestimmt ein interessantes Muster auf der Karte. So wie die Gänge hier angeordnet sind. Oh, oh, oh. Hier geht's zurück zum Schrein. Klick. Oh, gibt doch noch ein paar mehr. Bist du Bronus? Bist du hier in der Suche für einen Golem? Oh, stimmt. Es gibt hier eine Herausforderung. Ein Test war das, der Stärke. Wenn man gegen einen Golem kämpft und lange genug besteht, kriegt man eine Belohnung. Ja, bin ich. Wo kann ich ihn finden? Du kannst ihn finden, wenn du von der zentralen Kammer aus nach links gehst, so weit du nur kannst. Und dann wieder links. Er ist auf einer Insel umgeben von Lava. Sei also gewarnt, er kann sehr schwer sein oder zäh. Also soll man ihn doch besiegen? Und nicht einfach nur durchhalten? Na gut, wir suchen weiter Bronus. Oh, okay. Nee, runter wollen wir noch nicht. Runter. Wir wollen erstmal einen Golem besiegen. Unter anderem. Und wir wollen Bronus finden. Und eventuell andere Hinweise auf Talismane. Weil dieser Seherorden hier wird bestimmt auch einen davon haben. Also entweder er oder der Golem. Und das hier ist nicht der Schrein. Das hier ist was anderes. Das ist sehr komisch hier mit den Gängen. Oh, ein Beutel. Ein Beutel. Fackeln, Egeln, Lampenöl. Lampenöl. Zing. Den Rest lassen wir mal hier. Du bist nicht Bronus. Hallo Abenteurer, ich habe nach jemandem wie dich gesucht. Hast du einen Zack kennengelernt? Zack. Ja, habe ich. Er lebt oben bei den Echsenmenschen. Ich bin froh, das zu hören. Vielleicht kannst du ein Kandelaber von ihm holen? Ja, kann ich machen. Kandelabra von Zack. Level 3 waren die Echsenmenschen, glaube ich. Und zwar hier. Kant. Na gut. Vielleicht müssen wir eh nochmal zu Level 3 zurück, um die Klinge da wirklich zu finden. Ich weiß immer noch nicht wie. Oh, hey. So. Ja, ich habe dich bisher noch hier nie gesehen. Gehörst du zu Vilos? Habe ich noch nie von gehört. Vilos war einst ein Seher. Ein brillanter Magier war er.
jedoch zu sehr. So. Und er ist wahnsinnig geworden, als er zu starke Zauber gesprochen hat. Das könnte der Magier sein, von dem alle anderen geredet haben. Also der die Ghule vertrieben hat zum Beispiel und die Klinge versteckt. Und wo ist er nun?